Hallo Freunde, heute erklären wir euch die häufigsten und wichtigsten Barfunkfehlermeldungen. Diese werden anhand eines Codes bzw. einer Zahl am Display angezeigt. Manche davon sind schnell und einfach behebbar, andere wiederum bedürfen den Tausch der betroffenen Komponente. Kommen wir nun zum Fehler bzw. Error Code 21. Dieser bedeutet Fehler beim Geschwindigkeitssensor bzw. hat der Sensor kein Signal. Ich habe hier wieder mal ein Setup aufgebaut, den BBSAD in 1000 Watt mit der 52 Volt Firmware, einen 52 Volt Akku, das DPC 18 Display samt Steuerung, einen Gashebel und hier den Geschwindigkeitssensor samt Magnet. Erscheint nun der Error Code bzw. Fehlercode 21 auf eurem Display, handelt es sich hierbei um einen Fehler beim Geschwindigkeitssensor bzw. hat der Sensor kein Signal. Bei diesem Fehler gibt es mehrere Überprüfungen, die man vornehmen kann. Ich demonstriere euch nun, wie dieser Fehler aussieht. Hierfür schalten wir das System an und gebe Gas, aber ihr seht, wir haben keine Geschwindigkeitsanzeige. Das bedeutet, der Geschwindigkeitssensor funktioniert nicht. Wie ihr nun sehen könnt, taucht nach einer bestimmten Zeit der Error Code 21 auf. Fault with Speed Detecting Sensor. So, als erstes, was ihr überprüfen könnt, ist, habt ihr den Magneten des Geschwindigkeitssensors, welcher sich an der Speiche eures Hinterrades befindet, hat dieser den richtigen Abstand zum Magneten, beziehungsweise ist der Geschwindigkeitssensor nicht so weit entfernt. Der Abstand sollte nur ein paar wenige Millimeter betragen, wie ihr sehen könnt. Er hat nun ein Signal bekommen und darum ist der Fehler vom Display verschwunden. Jetzt reproduzieren wir den Fehler wieder. Habt ihr nun den Abstand des Magneten und des Geschwindigkeitssensors überprüft und dieser stimmt und der Fehler erscheint immer noch auf eurem Display, dann solltet ihr einmal beim Geschwindigkeitssensor den Stecker lösen und wieder fest anstecken. Es kann nämlich auch hierbei sein, dass sich hier oder hier eine Oxidation gebildet hat. Dafür, um diese zu entfernen, könnt ihr den Stecker mehrmals ein- und ausstecken. Habt ihr nun die oxidierte Stelle bzw. gegebenenfalls oxidierte Stelle wieder gereinigt und den Stecker wieder fest am Geschwindigkeitssensor angebracht, sollte, sobald der Magnet am Sensor passiert, dieses Licht erscheinen. Und zudem verschwindet der Fehler 21 auf eurem Display. Habt ihr nun das Problem, dass der Fehlercode immer noch am Display erscheint und hier der Sensor kein rotes Licht abgibt, dann habt ihr möglicherweise einen defekten Geschwindigkeitssensor. In erster Linie solltet ihr den Geschwindigkeitssensor überprüfen, denn das wäre die einfachste Methode. Es könnte natürlich nun auch sein, dass bei der Installation oder durch irgendeinen Schaden oder Unfall ein Kabelbruch entstanden ist bzw. das Kabel einen Defekt hat. Hierfür hilft leider nur noch der Tausch des Controllers. Denn, wie ihr hier sehen könnt, kommt der Geschwindigkeitssensor direkt aus dem Controller raus. Und ihr könnt das Kabel sozusagen nicht einfach tauschen. Wenn ihr das Video informationsreich fandet, lasst uns ein Like da und abonniert den Kanal für weitere Videos rund um die Reparatur und Umrüstung eures Fahrrads.